Platz 1. Oma hat zum Entsetzen der Familie ein Mofa gekauft und hat einen Unfall. Die Familie besucht sie im Krankenhaus und bestürmt sie mit Fragen: Wie konnte das nur passieren, Oma? Oma seufzt: Das war so, ich wollte im dichten Nebel heimfahren. Auf einmal tauchten vor mir zwei Lichter auf, zwei Motorräder, dachte ich. Also fuhr ich mitten durch. Leider war es ein Auto. Platz 2. Ein Mann muss so schnell wie möglich zum Bahnhof. Der Taxifahrer rast los wie ein Wilder. Ampel rot, er drüber weg. Nächste Kreuzung wieder rot, er wieder drüber weg. Und wieder rot, er drüber weg. Und wieder. Dann zeigt die Ampel grün. Der Taxifahrer tritt voll auf die Bremse. Warum denn das, bei grün? Fragt der Fahrgast. Man muss vorsichtig sein, es könnte ein Kollege kommen. Platz 3. Ein Mann steht vor dem Richter, weil er einen Lastwagen voll Schnaps gestohlen hat. Richter, Angeklagter, was haben Sie mit der Ladung Schnaps gemacht? Angeklagter, die habe ich verkauft. Richter, Angeklagter, und was haben Sie mit dem Geld gemacht? Angeklagter, das habe ich versoffen. Platz 4. Franco fährt mit seinem Lamborghini durch die Stadt. Als er in den Rückspiegel blickt, sieht er ein Mofa, das ihm ständig Lichthupe gibt. Kann ja wohl nicht wahr sein, denkt er sich und fühlt sich auf den Schlips getreten. Er fährt aus der Stadt raus und gibt ordentlich Gas. 150 Sachen. Aber das Mofa lässt nicht locker und bleibt dicht auf den Fersen. Hart dem Halbstarken mit seiner frisierten Kiste werd ich's mal zeigen. Denkt er sich und geht auf die Autobahn. 200, 250, aber das Mofa lässt sich einfach nicht abschütteln. Schließlich wird ihm das zu blöd und er fährt auf einen Parkplatz raus. Das Mofa folgt ihm. Franco stellt ihm zur Rede: Ey, was los mit deinem Ding, Tiger im Tank oder was? Nee, Schal in der Tür. Platz 5. Ein Betrunkener lässt sich mit dem Taxi aus seiner Kneipe abholen. Als er im Wagen sitzt, beginnt er, sich auszuziehen. Da ruft der Fahrer: Hallo, hallo, wir sind doch noch nicht im Hotel. Lallt der Suffkopf: Konnten Sie das nicht eher sagen? Ich habe gerade meine Schuhe vor die Tür gestellt.